Willkommen in Lisas Küche. Heute stelle ich euch Bulli-Linsen mit Tahini und Kreuzkümmel vor. Der Kreuzkümmel und der zerdrückte Knoblauch werden zuerst angeschwitzt in der zerlassenen Butter und dem Öl. Man schwitzt den Kreuzkümmel und den Knoblauch circa eine Minute an. Dann kommen die Bulli-Linsen dazu, die wurden vorgekocht. Der gehackte Koriander und die gewürfelten Tomaten. Das wird untereinander gemischt und lässt man circa 5 Minuten köcheln. Wenn dann die Tomaten erhitzt sind und die Linsen, kommt dazu der Zitronensaft das Tahini Wasser und dann noch Paprika schwarzer gemahlener Pfeffer und Salz. Das Tahini wird dann gut untergerührt und dann lässt man es noch einige Zeit köcheln. Am Schluss kommen noch Zwiebelscheiben darüber. Die sind aber roh. Dann noch mit etwas Paprika nachwürzen. Und serviert wird dann das Gericht mit hart gekochten Eiern und Pitabrot. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich empfehle euch noch meinen Kürbis mit Kardamom und Kreuzkümmel.